Rostock die ersten 10 Besucher. Was soll hier vernichtet werden? 6 Akten sollen vernichtet werden. Sind das denn Faulmann-Akten oder sind das Werbungsakten? Das sind Faulmann-Akten. Die werden doch nicht vernichtet. Wieso sollen die vernichtet werden? Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Das werde ich nicht tun, weil Sie nicht zuständiger Referatsleiter von den Faulmann-Akten sind. Aber ich bin sein Vertreter. Gut, dann ist es in Ordnung. Und deswegen sind wir heute alle hier, um den Opfern von NSU ein bisschen Solidarität zu zeigen, zu stützen. Und deswegen spiele ich einen Song, den ich früher mit meinen Eltern ganz gerne gesungen habe, der gar nicht von mir ist. Und der auf ein Zitat von Nazim Hikmet zurückgeht. Nicht geprobt und so viel Spaß dabei. Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft so während viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, und so deinen langen, schweren Weg gemeinsam mit uns gehen. Wir sind hier, um zu sagen, kein Opfer ist vergessen und dass wir so lange weitermachen werden, bis die Morde lückenlos aufgeklärt werden und die Opfer bzw. die Angehörigen gewürdig entschädigte Genugtuung erfahren haben. Wir wollen jetzt eine Schweigeminute durchführen. Kannst du erzählen, wie du den Tag dieses Bombenanschlags erlebt hast? Saldırı günü, o anı nasıl yaşadığını kısaca aktarabilir misin? Bunun adı tam tersine bizi psikolojik olarak çökertti. Onu çok söyleyeyim. Also der Anschlag von 2004 in der Keupstraße war natürlich ein riesiger Lebenseinbruch, ja, wie die Vanessa auch gesagt hat, in vielen Bereichen, psychologisch, aber auch ja, finanziell und auch hinsichtlich des Vertrauens, das man vielleicht in den Staat ein Stück weit hatte, wurden halt natürlich, also wurde seitens staatlicher Behörden und auch seitens der Polizei einfach, kamen so viele Dinge zusammen, die ja, die einfach nicht, die kein Vertrauen mehr übrig gelassen haben, ja, für staatliche Behörden oder für gegen der Polizei. Oh. Ja. 1, genau. 2, 3, 4. Let's go! Die Einsamkeit ist ein Typ, keiner vom guten Ende was spricht. Ist nicht du, sondern deine Seele. Das Leben ist ein Meer, vergiss nicht zu atmen, bevor dich das Wasser nimmt. Lern zu schwimmen. Ich war ein Kind und wurde ins Meer geworfen und der Boden war ich der Einzige mit schwarzen Locken. Ja, ich war anders, ist das mein Fehler. Die Wurzel denkt, du weißt nicht. Und zwar immer. Bevor wir anfangen, möchte ich mal sagen, ich bin echt beeindruckt, was heute organisiert wurde. Deswegen macht mal einmal Riesenlärm für die Initiative. Keupstraße ist überall. Ja. Herr mit dem schönen Leben. Mikrofon ab, ja. Herr mit dem schönen Leben, tschüss. Lass mich rappen, solange dieser Beat noch über deine Boxen läuft. Solange du nicht weiter weißt, du aber trotzdem schreibst. Solange du noch weiter schreibst, weil dich der Trotz ergreift und irgendwo noch irgendwie ein bisschen Hoffnung bleibt. Angst zum Schlafen gehen, denn wenn du schläfst, nur deine Träume prallen auf die Realität und auf das Heute. Am 9. Juni 2004 zündete der Nationalsozialistische Untergrund, NSU, eine mit 700 Nägeln gefüllte Bombe in der Keupstraße vor einem Friseursalon in Köln-Mühlheim. Die rassistische Dimension des Anschlags wurde von den Ermittlungsbehörden und der Öffentlichkeit verkannt, mit fatalen Konsequenzen. Aus Opfern wurden plötzlich Verdächtige und aus Verdächtigen in den Augen einer breiten Öffentlichkeit Schuldige. Viele der Betroffenen beschreiben die polizeilichen Ermittlungen, die mediale Berichterstattung und die gesellschaftliche Ausgrenzung als Anschlag nach dem Anschlag. Auch die Aufklärung der Tat wurde so verhindert. Ohne die rassistischen Ermittlungen gegen die BewohnerInnen der Keupstraße, wie auch gegen andere Angehörige von NSU-Opfern, hätten die Taten aufgeklärt werden können und somit weitere Morde verhindert werden. Doch während der Rassismus eine Aufklärung der Mord- und Gewaltserie verhinderte, wären die Morde und Gewalttaten ohne eine andere staatliche Institution überhaupt nicht möglich geworden. Die Verfassungsschutzämter, die in ganz Deutschland über Jahre hinweg und noch immer Nazi-Strukturen logistisch und finanziell unterstützen und zum Teil durch V-Personen selbst an deren Entstehung und Aufbau aktiv beteiligt waren und sind. Im Rahmen des NSU-Prozesses ist immer wieder deutlich geworden, wie tief der Verfassungsschutz in der Naziszene steckt. Die rechten Einstellungen und der Rassismus der Sicherheits- und Repressionsbehörden lässt sich nicht bloß aus individuellen Fehlverhalten einzelner AkteurInnen herleiten. Er ist Teil des Systems der Repressionsorgane und seine Ursachen liegen im gesamtgesellschaftlichen Rassismus, im Ausschluss von Geflüchteten und Migrantinnen, an gesellschaftlicher Teilhabe, in der rassistischen Asyl- und Migrationspolitik, in der systematischen Abwertung vermeintlich nicht-deutscher oder nicht-europäischer Menschen. Wenn wir versuchen wollen, den NSU und seine Taten zu verstehen, dann müssen wir die historischen und gesellschaftlichen Umstände seiner Entstehung in den Blick nehmen. Ausgangspunkt des NSU sind die rassistischen Mobilisierungen gegen Geflüchtete und Migrantinnen Anfang der 1990er Jahre in ganz Deutschland. Während der deutsche Mob in Hoyerswerda und Rostock Pogrome gegen Geflüchtete veranstaltete und in Solingen und Mölln Häuser von MigrantInnen in Brand steckte, schaffte eine breite Koalition aus CDU, CSU, SPD und FDP das Grundrecht auf Asyl ab. Das gab Nazis die Bestätigung, dass sie mit purem Hass und blanker Gewalt politische Erfolge feiern können. Auf dieser Überzeugung gründete auch der Terror des NSU. Die Forderung der Opfer und Betroffenen von der Kölner Keupstraße war die restlose und vollumfängliche Aufklärung des Kölner Anschlags und des NSU-Komplexes. Aber auch eine offene, solidarische und antirassistische Gesellschaft. Diese Forderungen sind auch unsere Forderungen. Wir solidarisieren uns mit den Opfern und Betroffenen des NSU-Terrors und mit allen Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt überhaupt. Das beinhaltet die Unterstützung bei der Aufklärung des NSU-Komplexes und seiner Taten. Wir begreifen diese Solidarität aber auch als Kampf gegen jene Strukturen aus und in denen der Terror des NSU stattfand. Gegen eine Gesellschaft, die auf rassistischen Ausschlüssen gründet, gegen das mörderische Grenzregime der Festung Europa und gegen Pegida und die rassistische Mobilisierungswelle, die wir gerade erleben. Solidarität mit der Keupstraße gegen rassistische Hetze und Gewalt. Für eine solidarische Gesellschaft. Danke.